Mit dieser Serie werde ich Sie überraschen. Ich zeige Ihnen, wie man ganz ohne Stress mit leichter Hand tolle Gerichte kocht. Klasse, schön zart. Ob Anfänger oder geübter Koch, ich gebe Ihnen Tricks und Rezepte an die Hand, die Sie zum Meister in der Küche machen. So wird nichts verschwendet. Ich habe mir in weltberühmten Spitzenrestaurants einen Namen gemacht. Ich erwarte Perfektion. Jedes Gericht sollte nach Michelin-Stern schmecken. Jedes Mal probieren, es schmeckt immer anders. Ich habe Rezepte ausgewählt, für die Sie problemlos die Zutaten bekommen und die man leicht nachkochen kann. Incredible. Ich nehme Sie an die Hand. Es wird immer besser. And better and better. Und zeige Ihnen, wie man würzt, Desserts zaubert, gesundes Fastfood kocht und selbst Festtagsgerichte auf den Tisch bringt. Mehr Kochkurs brauchen Sie nicht. Willkommen bei Ultimativ Kochen. Ich habe jede Menge Küchentipps für Sie und 100 tolle Rezepte. Diesmal geht's um preiswerte Gerichte. Als Koch weiß ich, am Ende zählt nur, dass das Gericht auf dem Teller schmeckt. Man kann preiswerte Fleischstücke, sogar Reste, so zubereiten, als wäre es ein Festessen. Ich zeige Ihnen, wie. Hier mein Lamm mit Croutons. Ob ich Haute Cuisine koche oder Hausmannskost, es muss immer gut aussehen. Das schafft man durchaus mit wenig Geld, wie mein Lammgericht beweisen wird. Pfanne auf den Herd. Das ist ein Lammsteak, das wird als Beinscheibe geschnitten. Von hier oben. Man sieht den Beinknochen, der ist voll mit aromatischem Knochenmark. Das gibt total viel Geschmack ab. Mit dem Messer den Fettrand einschneiden. Dann wölbt sich das Steak nicht beim Braten und bräunt gleichmäßig. Salzen und pfeffern. Lamm verträgt eine ganze Menge Pfeffer, da nicht dran sparen. Und reindrücken. Wenn die Pfanne außen anfängt zu rauchen, rein mit dem Öl. Es muss richtig heiß sein, denn so ein preiswertes Stück Fleisch sollte man perfekt bräunen, damit es toll schmeckt. So kräftig muss das brutzeln. Wenn nicht, schnell nochmal raus mit dem Fleisch. Etwas Knoblauch dazu, die Zehen nicht klein schneiden, einfach leicht andrücken. Mit den Pellen keine Zeit verschwenden. Rein. Kurz mal anheben. Den Fettrand an der Beinscheibe, den lasse ich mal aus. Pfanne etwas ankippen. Auslassen bedeutet, das Fett herauszulösen. Das sollte man auch bei einem Ribeye-Steak so machen. Wenden. Sieht doch nach einem teuren Stück Fleisch aus. Ganz gleichmäßig gebräunt. Während es weiterbrät, Pfanne kippen und begießen. Das gibt dem Lamm einen leckeren Olivenöl-Knoblauch-Geschmack. Herausnehmen und ruhen lassen. Nun die köstlichen Croutons. Dafür schneide ich ein altbackenes Brötchen zweimal längs durch. In Stücke schneiden, in eine Schüssel damit und salzen und pfeffern. Nun gebe ich Milch dazu. Klingt erstmal seltsam, aber das gibt den Croutons diese tolle, sahnige Note. Die Milch schön vom Brot aufsaugen lassen. Inzwischen mache ich das Dressing. Dazu nehme ich den gebratenen Knoblauch aus der Pfanne. Riecht toll. Rein in den Mörser. Dazu Sardellen. Deren Geschmack passt perfekt zum Lamm. Ich mag dieses fischig-salzige Aroma. Und als kleiner Pfiff noch Kapern. Am besten ganz kleine, die sind süßlich. Alles zu einer Paste Mörser. Das schmeckt incredible. Jetzt Dijon-Senf dazu. 1,5 Teelöffel reichen. 2 Esslöffel Rotweinessig und etwas Olivenöl. Jetzt haben wir eine tolle, herzhafte Vinaigrette, die mit ihren Aromen perfekt zum Lamm passt. Fehlt noch Petersilie. Kleinschneiden.
Delicious. Wunderbar, wie die riecht. Und rein da. Nice. Nun die Croutons. Olivenöl heiß machen. Die Croutons mit beiden Händen aus der Schüssel nehmen und ausdrücken. Nicht zu fest, sie sollen saftig bleiben. Und in die Pfanne. Schön braten. Die Milch sorgt für eine wunderbar lockere Konsistenz und ein tolles Aroma. So müssen die aussehen. Raus damit und auf Küchenpapier geben, um überschüssiges Fett loszuwerden. Teller her. Diese geniale Vinaigrette schön verteilen. Croutons drüber. Die klingen wie kleine Steine. Und wir krönen das mit dem Lamm. Und das zweite. Noch ein paar Croutons. Ich finde die Randstücke ja besonders lecker. Dafür würde mich mein alter Chef in Paris umbringen. Sowas darf man dem Gast nicht servieren. Sie schmecken aber am besten. Über die Croutons und das Lamm kommt noch etwas von der Vinaigrette. So macht man aus einem preiswerten Stück Fleisch ein wahres Festessen. Tolle Gerichte müssen nicht aufwendig sein. Und je einfacher etwas ist, desto preiswerter. Hier kommen drei weitere Vorschläge für den schmalen Geldbeutel. Den Anfang macht Makrele mit Knoblauch und Paprika. Man zerreibt in einem Mörser Knoblauchzehen mit Paprika, Meersalz und Olivenöl zu einer würzigen Paste. Die reibt man nun in die Makrelen ein. Makrele ist günstig, gesund und richtig aromatisch. Die Marinade lassen wir einziehen. Wenn die Marinade eingezogen ist, legt man die Makrelen auf Backpapier in die Fettpfanne mit der Haut nach oben. Salzen und rein in den Ofen. Nun machen wir einen pikanten Kartoffelsalat. Wir vermischen Dijon-Senf, Weißweinessig, Olivenöl und Safran. Schön glatt rühren. Frühkartoffeln in Salzwasser kochen. Abgießen und leicht zerdrücken. Geschnittene Frühlingszwiebeln dazugeben und die Vinaigrette drüber löffeln. Zum Anrichten legt man die gebackenen Makrelen auf den Salat und gibt noch etwas Vinaigrette darüber. Ein gesundes Mahl mit preiswertem, aber äußerst leckerem Fisch. Makrele mit Knoblauch und Paprika. Und noch ein Spargericht. Bällchen von Schwein und Garnele in aromatischer Brühe. Für die Bällchen kommt Schweinehack in eine Schüssel. Dazu geben wir gehackte Garnelen, fein gehackten Ingwer und Schnittlauch. Salzen. Nun Tischtennisball große Bällchen formen. Für die Brühe erhitzen wir Fond. Da kommen nun Sternanis, Austernsoße, Sojasauce und geschnittener Ingwer rein. Leicht köcheln lassen. Die Bällchen brät man in einer Pfanne goldbraun. Die kommen anschließend in die köchelnde Brühe. Babyspinat dazugeben und sofort servieren. Als Dekoration gebe ich feingeschnittene Frühlingszwiebeln darüber. In knapp 20 Minuten hat man ein tolles, gesundes Gericht, das umwerfend schmeckt. Bällchen von Schwein und Garnele in aromatischer Brühe. Eine optimale Resteverwertung für übrig gebliebenes Risotto. Arancini mit Käsefüllung. Das sind frittierte und gefüllte Reisbällchen. Als erstes schneiden wir Mozzarella in kleine Würfel. So einen Würfel packen wir in etwas Risotto und formen daraus eine Kugel. Pilzrisotto ist besonders gut dafür, aber grundsätzlich geht jedes Risotto.
Zum Panieren bereiten wir je ein Schüsselchen mit Mehl, eins mit Semmelbröseln und eins mit verrührten Eiern vor. Jedes Bällchen kommt zuerst ins Mehl, dann in die Eimasse und wird zuletzt in den Semmelbröseln gewälzt. Wir erhitzen Olivenöl in der Pfanne und braten die Risotto-Bällchen darin goldbraun. Das Fett abtropfen lassen und mit Zitrone servieren. Arancini mit Käsefüllung. Ein Gaumenschmaus, den man in 10 Minuten auf den Tisch zaubern kann. Das sind drei einfache Gerichte mit viel Geschmack für wenig Geld. Man braucht keine dicke Brieftasche, um tolle Gerichte zu kochen. Was? Hier nun wieder 5 Tipps für stressfreies Arbeiten in der Küche. Immer wieder werde ich gefragt, wie kocht man perfekten Reis? Basmati-Reis ist für mich der König unter den Reissorten. Leicht und super lecker. Ich zeige Ihnen mal, wie man den macht. Wir brauchen 400 Gramm Reis. Rein da. Spot on. Stimmt. Den spüle ich ab, um die Stärke rauszuwaschen. Immer unter kaltem Wasser. Cold water, always. And just rinse. Das verhindert, dass der nachher klumpig und klebrig wird. Er soll ja am Ende locker und leicht sein. Reis in die Kasserolle. Damit er nicht so langweilig schmeckt, spendiere ich ihm 3 Kardamomkapseln. Die bitte aufbrechen, sonst kann sich das Aroma nicht entfalten. Kardamom rein da und nun noch Sternanis. Wie schön der aussieht. Was für ein toller Geruch. Salzen und pfeffern. Immer vor dem Kochen. Nachher vermanscht man den Reis nur, wenn man ihn umrührt. Die Faustregel lautet, ein Teil Reis, anderthalb Teile Wasser. Macht 600 Milliliter. Das Wasser muss kalt sein. Und rein. Aufs Feuer stellen und den Deckel drauf. Auf größter Flamme aufkochen und dann sofort abstellen und ziehen lassen. So 8 bis 10 Minuten. Das ist das Geheimnis. Reis muss im Dampf garen. Den Deckel zwischendurch nicht abnehmen. Lid off. Und runter. Wie das riecht. Der Reis ist auf etwa das Doppelte aufgequollen. Und er ist wunderbar locker und leicht. Sternanis rausnehmen. The cardamom pods. Die Kardamomkapseln liegen obendrauf. Raus damit. Nur den Reis auflockern. Immer schön mit der Gabel. Der Trick mit der Gabel bringt ihn so richtig in Form. Hier der Beweis: perfekt gekochter Reis. Reis vom Vortag ist toll für jede Art von Pfannengericht. Oder wie wär's mit einem leckeren Reissalat? Ein guter Koch schmeißt nichts weg. Kartoffeln, Äpfel oder Avocados werden schnell hässlich braun, wenn man sie einmal geschält oder geschnitten hat. Einfach Zitronensaft in etwas Wasser geben und rein damit. Die Säure verhindert das Braunwerden. Kräuter liefern wertvolles Aroma und kosten kaum etwas. Frische Kräuter stellt man in ein Glas Wasser. So halten sie sich bis zu einer Woche frisch. Und wenn doch mal Kräuter übrig sind, macht man Kräuteröl. Die gewaschenen und trockengetupften Kräuter kommen in eine Flasche. Und die wird mit warmem Olivenöl aufgefüllt. Verschließen und ziehen lassen. Toll für Salate, Pasta oder Gemüse. Wer sparen muss, aber ordentlich essen möchte, der sollte zu Würsten greifen. Da bekommt man tolles Essen für ganz kleine Münze. Ohne Pelle können die Würste ihr Aroma voll entfalten. Es gibt tolle Wurstsorten. Ganz dünn ist eher am leckersten. Eine würzige Wurst ergibt ein super Reisgericht. Ein geniales Rezept, um italienische Wurst kulinarisch in den Himmel zu heben. In meinem ultimativen Kochkurs führe ich 100 Rezepte vor. Darunter sind auch ganz preiswerte, wie meine Reispfanne mit scharfer Wurst. Kräftige Hausmannskost. Wer auf seinen Geldbeutel achten muss, der sollte nicht am falschen Ende sparen. Also nicht bei den alles entscheidenden Zutaten. Und deshalb gehen wir jetzt mal guten Schinken, Salami und gute Würste kaufen.
Das sind italienische Wurst- und Schinkenspezialitäten. Und die werden nicht ohne Grund in alle Welt exportiert. Antonio Saccomani weiß natürlich warum. Ich wurde in Italien geboren und bin mit italienischer Küche groß geworden. Ich liebe sie. Und deshalb bin ich ein bisschen dick. Seit 35 Jahren verkauft er im Herzen von London italienische Fleischspezialitäten. Das ist mein bester Schinken, natürlich aus Italien, aus Parma. Denn das ist Parmaschinken. Göttlich. Alle lieben ihn. Wunderbar. Das Fett gehört dahin, macht das Fleisch zart, hauchdünn schneiden, so. Dann entfaltet er sein Aroma. Passt wunderbar zu Melone, Birne, zu Fisch, eigentlich zu allem. Wunderbar. Wer einmal anfängt, kann gar nicht mehr aufhören. Das ist Bressaola, luftgetrockneter Rinderschinken aus Norditalien, aus dem Valtellina. Ganz anders als Schweineschinken. Da darf kein Fett dran sein, sonst schmeckt er talgig. Am besten ist der ganz trockene Bressaola. Den kann man richtig dünn schneiden und einfach so essen oder mit Rucola und Parmesan. Ich liebe ihn. Schmeckt auch mit Zitrone oder Olivenöl, absolut delikat. Das ist eine Fellino. Ich finde die beste Salami überhaupt. Benannt nach einem Ort in der Nähe von Parma. Eine Bauernsalami. Mir gefällt, dass sie nicht zu stark gewürzt ist. Sie schmeckt vor allem nach Fleisch und ein wenig Salz und Pfeffer. Unwiderstehlich. Wenn ich mir Schinken oder Wurst mit nach Hause nehme, brauche ich am Abend nichts anderes mehr. Etwas Melone oder Fisch dazu, Brot und ein paar Gläser Wein. Das ist mir als Abendessen völlig genug. Das macht einen vollkommen glücklich. Antonio hat recht. Schinken und Salami aus Italien machen einen Salat oder ein Sandwich zum Highlight. Und sie schmecken natürlich auch einfach so. Heutzutage bekommt man Schinken- und Wurstspezialitäten aus aller Welt angeboten. Regionale Würste eignen sich besonders für schnelle, raffinierte Gerichte. Jedenfalls schmecken sie in den allermeisten Fällen spannender als irgendeine billige Bockwurst. Hier sind meine vier Wurstfavoriten. Die Chorizo kommt aus Spanien. Jede Menge Paprika macht sie dunkelrot. Ihr rauchiger Geschmack passt gut zu Füllungen, Eintöpfen und Paella. Die Merguez stammt aus Nordafrika und ist eine scharf gewürzte Lamm- oder Rindswurst. Sie passt zu Tagines oder Couscous. Die italienische Fenchelwurst wird aus Schweinefleisch gemacht. Fenchelsamen bestimmen ihr Aroma. Gut zu Pizza und Pasta. Unter Jamaican Jerk versteht man scharf gewürzte Chiliwürste aus Jamaika. Toll für feurige Schmorgerichte. Man kann sie auch einfach mit Knoblauch und Zwiebeln braten. Probieren Sie öfter was Neues aus, dann werden Sie sehen, wie leicht Sie mit Würstchen Ihre Gerichte aufpeppen können. Ein unbestreitbarer Vorteil liegt klar auf der Hand. Gerichte mit Würsten sind vergleichsweise billig. Und man braucht manchmal nur wenig Wurst, um viel Geschmack in die Pfanne zu zaubern. Das Geld dafür ist also gut angelegt. So spart man in der Woche schon für den Sonntagsbraten. Essen mit Wurst als Grundlage ist auch noch schnell gekocht. Das beweist mein folgendes Rezept. Reispfanne mit scharfen Würsten. Was immer man auch kocht, es ist so wichtig, dass man alle Aromen im Topf regelrecht einsperrt. Meine Reispfanne mit scharfen Würsten ist ein gutes Beispiel dafür. Man nimmt die Würste in die Hand und schneidet die Pelle längs auf. Ich will dieses würzige Fleisch aus seiner Hülle holen. Damit befreie ich sozusagen all das Aroma darin. Die sind fertig. Gas aufdrehen. Rote Zwiebeln sind mildwürzig und haben eine süßliche Note. Ein Esslöffel Olivenöl. Nur einer, in der Wurst steckt ja schon jede Menge Fett. Das kommt da nun raus und macht meine Zwiebeln schön glasig. Rein da.
Die Zwiebeln immer zuerst in die Pfanne geben, denn die brauchen einfach ihre 5-6 Minuten in der Pfanne, bis sie richtig schön anbräunen. Paprika so schneiden, dann verschwendet man nichts. Da bleibt nur dieses Herzstück übrig mit den Samen drin. In grobe Stücke schneiden. Der Reis dauert 20 Minuten und die Paprikastücke sollen nicht zu weich werden. Paprika rein da. 2 Knoblauchzehen. Einmal draufhauen und rausholen. Knoblauch rein. Nun drehe ich den Herd voll auf. Die Pfanne soll heiß sein. Sobald ich nämlich die Würste reingebe, kühlt alles ab. Und am Ende kocht das Gemüse nur noch. Gas aufdrehen und in der Mitte freimachen. Rein. Und schon hat man ein geniales Essen für den schmalen Geldbeutel. Ohne Pelle verströmen diese würzigen italienischen Würste ihr fantastisches Aroma. Und das Genialste ist, man kann jede Wurst dafür nehmen, je nachdem, wie aromatisch oder scharf man es mag. Ob man also Merguez oder Chorizo bevorzugt. Ein Teelöffel Paprikapulver verstärkt den Rauchgeschmack. Rein mit dem Reis. Den brennen wir jetzt sozusagen scharf an. Der explodiert förmlich. 30 Sekunden maximal. Dadurch nimmt er all das Aroma auf. Weißwein dazu. Der Weißwein löscht den Bratensatz vom Boden der Pfanne ab und gibt seinen Geschmack an den Reis ab. Brühe rein, kurz aufkochen, Gas runterdrehen und weiter köcheln lassen. Brühe nachgießen, Flamme runterdrehen. Das muss jetzt 12 bis 15 Minuten gerade soeben kochen. Ab und an umrühren. Nicht aus den Augen lassen. Nun das Finish. Wir brauchen geschnittene Frühlingszwiebeln, gehackte kleine Tomaten und grob geschnittene glatte Petersilie. Frühlingszwiebeln und Tomaten dazugeben und das Gas abdrehen, sonst verkocht alles. Nun die Petersilie einstreuen. Sehen Sie sich mal dieses leckere Reisgericht an. Italienische Würstchen mal ganz anders. Kochkunst vom Allerfeinsten. Wer dranbleibt und sich von meinen Ratschlägen und Rezepten inspirieren lässt, dem garantiere ich eins. Beim Kochen kann man immer etwas dazulernen. Viele der Rezepte findet man auch auf meiner App im Internet. Los, an den Herd! Beim nächsten Mal heißt es noch mehr Gerichte für den schmalen Geldbeutel. Etwa meine genialen hausgemachten Gnocchi. Smells incredible. Tolle Tipps für jeden Tag. Ob Birnen, Pflaumen oder Pfirsiche, in der Haut steckt Aroma. Und göttliche Rezepte. Was für ein Anblick. Ein Apple Crumble mit den besten Äpfeln der Welt. Absolute best. Beautiful. And that's Monday at the same time. With Paralympians, Gok Wan and music from Pink, Alan Carr's back for a new series of Chatty Man tonight at 10. But next, come dine with me.